Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talkrunde. Wie immer begrüße ich den Arne. Hallo Arne. Hallihallo, außerdem dabei natürlich der Frank. Hi. Ja, hallo. Und auch dabei natürlich wie immer der Sprecher Nils. Ja, hallo, herzlich willkommen. Glückliches Neues, wunderbar, neues Jahr und so weiter und so fort. Schön, dass ihr da seid. Wie ihr vielleicht gesehen habt, der ein oder andere, ist das hier keine GHU-0-irgendwas-Folge, so wie angekündigt, sondern ein auf den Schirm. Und ja, warum, da kommen wir gleich zu. Also die Erklärung, warum das Standgericht das für euch eigentlich, womit wir euch dieses Jahr beginnen lassen wollten, nicht bringen, das werden wir gleich erzählen. Aber ich möchte ganz kurz einmal nachfragen, denn wir haben uns ja doch etwas länger nicht gehört. Wie geht es euch beiden? Arne, wie geht's dir? Oh, mir geht's gut. Ich habe alles so weit überstanden. Ich brauche keine Böller zu Silvester, von daher alles prima. Nee, das finde ich auch mal ein sehr schönes, entspanntes Bett, wollte ich gerade sagen. Silvester, ich war auch um 22 Uhr im Bett, das war ganz gut. Frank, wie geht's dir? Ja, hervorragend. Und in Berlin gab es auch einfach trotzdem Böller, ob die da verboten sind oder nicht. Also ich konnte da jetzt nur einen geringen Unterschied zum Vorjahr erkennen, aber ja, läuft auch. In Berlin ist immer alles anders. Das lassen wir einfach mal so stehen. Das kann ich auch als Quetti, als Ex-Hamburger und außerhalb Hamburg geborener einfach mal so sagen. Ja, ich habe schon gesagt und bin da so ein bisschen drumherum getänzelt. Wir machen keine normale Folge, sondern einen auf den Schirm. Warum? Ihr habt es auch schon gelesen, Winterpause. Wir haben uns dazu entschieden, relativ spontan aus verschiedensten Gründen, dass wir eine Winterpause einlegen müssen, wollen und jetzt auch machen. Heute, für diejenigen, die diese Folge am Tag der Veröffentlichung hören, das ist der 9.1. Arne, du lachst schon wieder. Ja, ich habe gerade gedacht, wir sollten einfach mal die Top 3 der schlechtesten Ausreden, warum wir jetzt eine Winterpause brauchen. Ich habe einfach auf euch keinen Bock, so. Das ist der Hauptgrund. Ja, genau. Ich kann dich nicht mehr sehen, du mit deiner Brille und deinem Trottelhahn. Das können auch Zoom wieder ausmachen, das ist die einfachste Lösung. Star Trek kann ja wohl nicht schuld sein. Darf ich jetzt endlich mal kurz unseren lieben Hörner erzählen? Dann komm aber auch mal auf den Punkt jetzt hier, ne? 9.1. Meine Güte, da wollten wir eigentlich was bringen. Heute kommt ihr uns mal kurz zu hören. Ihr seht, wir streiten uns, wir haben Pause möglich. Der 23.1. ist Winterpause, da werdet ihr leider uns nicht hören. Am 6.2. immer noch Pause, werdet ihr uns auch leider nicht hören. Ich hoffe, ihr vermisst uns. Aber am 20.2., also das ist ein bisschen hin für uns, einfach mal zum Luft holen für euch. Ja, müsst ihr euch was anderes angucken oder hören. Gucken ist eine gute Idee. Arne hatte eine gute Idee, was man sich angucken kann. Was kann man sich angucken? Man kann sich zum Beispiel Lower Decks angucken. Das erscheint nämlich Ende des Monats, ich glaube irgendwann in den 20ern bei Amazon Prime. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob am Stück oder jede Woche eine Folge. Ich nehme eher an, jede Woche eine Folge, weil Amazon Prime will sich das natürlich auch schön reden so. Ja. Das lohnt sich aber auf jeden Fall zu gucken. Es ist eine sehr schöne Serie. Da werden wir möglicherweise nochmal eine separate Folge drüber machen, wenn das denn irgendwann mal durch ist und wir das alle gesehen haben. Das dauert natürlich eine Weile. Was habt ihr sonst so für Empfehlungen? Ich kann auf jeden Fall immer empfehlen, da ja jetzt Discovery auch durch ist und auch so ein bisschen durch war. Das kann ich eigentlich nicht empfehlen, deswegen empfehle ich euch lieber The Expanse. Da ist nämlich jetzt auch die 5. Staffel draußen. Und für mich ist das eine Serie, die kann ich auch einmal im Jahr komplett neu schauen. Also Science-Fiction, näher orientiert an dem, was technisch heute so möglich sein könnte, schon auch mit Science-Fiction-Elementen, die ja, sagen wir mal, zumindest wo es unklar ist, ob es sowas gibt, aber auch von der CGI, also von den Effekten und dem, wie sie sich sozusagen Gedanken gemacht haben, wie denn das Leben im Weltraum so aussehen würde, mit ohne Schwerkraft und so weiter. Story finde ich auch sehr gut, also kann ich wärmstens empfehlen, ist nach der gleichnamigen Romanreihe, die ja auch extrem erfolgreich war und schaut es euch einfach mal an, lasst euch ein paar Folgen drauf ein, sind glaube ich für die meisten im Sci-Fi-Fan-Bereich was dabei. Das ist doch schön. Dann schmeiße ich auch noch was auf den Tisch, das geht aber so gerade gar nicht um Science-Fiction, das ist aber eine Folge. Hä? Ja, gibt es tatsächlich. Was? Ich hab was gefunden, was ich echt total weggefressen habe, die ersten zwei Staffeln. Und das ist Cobra Kai. Also es gibt jetzt inzwischen auch schon die dritte bei Netflix. Komplett zu gucken. Cobra Kai, der ein oder andere mag sich noch daran erinnern, das waren die bösen Karate-Fuzzis, die Daniel LaRusso in Karate Kid auf die Nase gehauen haben.
Und diese Geschichte wird jetzt 30 Jahre danach weitererzählt. Geckig ist mit den Schauspielern von damals. Oh, wow. Das heißt, Daniel LaRusso wird von dem gleichen Schauspieler gespielt, der Böse. Da kommt dann noch, übrigens, für Star, doch, bisschen Star Trek ist drin. Tamlin Tomita, ich hab's vergessen. Commander O, Commodore O spielt mit. Das ist die junge Dame, die sich Daniel LaRusso im Karate Kid 2 Film auf Okinawa verliebt. Also, ein bisschen Star Trek ist doch da. Aber die Serie kann ich empfehlen, die guckt sich ganz gut weg. 30 Minuten, 10 Folgen pro Staffel, das macht Spaß. Guti. Sehr gut. Eine Sache, eine News muss ich loswerden. News ist es nicht mehr. Stand 27.12. letzten Jahres. Das ist schon ein bisschen hinterher. Ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben. Die Picard Staffel 2 ist natürlich aufgrund der Pandemie weiter verschoben worden. Und ich möchte einmal ganz kurz was loswerden. Es gibt verschiedene Facebook-Seiten, die sich auch mit Star Trek auseinandersetzen. Und da hat sich mal irgendein Knallkopf, und ich muss das wirklich mal so ganz klar sagen, die sollen sich mal nicht so anstellen, wir wollen das jetzt weiter gucken. Das kriegt man schon alles hin. Leute, der Mann ist 80 Jahre alt. Das ist ein absoluter Risikopatient. Nur damit wir eine Fernsehserie gucken können, no way. Also das ist einfach mal Sicherheit. Vor allem, wir wollen ja auch ganz gerne noch die 3. bis 7. Staffel, die ja zunehmend besser werden sollen, sehen. Ja. Und das geht halt nur, wenn der Mann auch 87 also wird. Also von mir aus mal ganz ehrlich, das ist eine Waage. Natürlich wird der Mann nicht jünger, und die Gefahr ist, dass er uns einfach so wegstirbt. Aber ganz ehrlich, ich möchte nicht, dass dieser 80-jährige Mann 18 Stunden auf dem Bauch liegend auf einer Intensivstation liegt mit einem Schlauch im Hals. Das muss man dem nicht mehr antun. Also wenn sie es noch mal ein halbes Jahr verschieben wollen, damit der Mann geschützt wird, und alle, die dort arbeiten, dann soll man das gefälligst machen. So, das war mein Wort zum Sonntag. Ich habe auch noch ein Wort zum Sonntag, wo wir nämlich hier gerade schon im Januar sind und bis zum 17. Januar auch nichts mehr bringen werden. Der 17. Januar war letztes Jahr der Tag, an dem wir nach Berlin gefahren sind und uns die Premiere reingezogen haben. Das war richtig, richtig geil. Liebe Hörer, wenn ihr das nochmal hören wollt, hört euch die passenden Folgen dazu an. Das war eine Atmosphäre, da war Corona noch in weiter Unsichtbarkeit. Also ich denke da sehr gerne dran zurück. Vor allen Dingen auch, was ich für Hoffnung für die Picard-Serie damals noch hatte. Und ich denke da tatsächlich einen Ticken weiter. Am 24.01. haben wir bei dir, lieber Arne, gesessen, das ein oder andere Wässerchen getrunken, und ich meine damit nicht Wodka, Hashtag Ginfluencer, und haben uns die erste Folge zusammen angeguckt. Das war auch schön. Das waren noch andere Zeiten, andere Welten. Kommt wieder. Ganz bestimmt. In der Hinsicht muss ich mal wieder den großen Finger heben. Ich weiß, dass unsere Hörer alle ganz vernünftig sind, aber nichtsdestotrotz sagt es weiter, die Impfung ist auf dem Weg. Und ich habe heute ihr könnt es euch überlegen, also heute ist der 9.1. bei der Ausstrahlung, wir sind einen Ticken früher, aber schon im Jahr 21. Wenn ich lese, dass nur 60% der Bundesbürger sich impfen lassen wollen, kriege ich das blanke. Wie gesagt, dazu gerne auch mal List of Deaths due to COVID-19, leider glaube ich nur auf Englisch, vielleicht aber auch auf Deutsch, und ich habe es noch nicht gefunden. Da findet ihr auch mal eine Liste von berühmten Personen, die da jetzt dran verstorben sind. Und die meisten sind zwar in dem besagten Alter 60 bis X, manche sind aber auch deutlich jünger. Und also ich wette, jeder findet da ein paar Leute, die er kennt und auch mochte. Genau. Ne, von Ty, dem Rapper, über John Conway, dem Erfinder von Game of Life, sind da wirklich, also das, man scrollt und scrollt und scrollt und scrollt. Ne, also ich weiß, es nervt natürlich auch. Ich habe natürlich auch langsam keinen Bock mehr, immer nur drin rumzusitzen. Aber wenn es dann irgendwie hilft, dass wir vielleicht doch ein paar weniger Leute verlieren, die wir A, selber vielleicht mögen, oder die wir mögen, weil sie was gemacht haben oder im Fernsehen waren oder so, dann hat das, glaube ich, auch was für sich, wenn wir einfach noch und das soll jetzt nicht doof die Backen zusammenhalten. Ja. Und das soll jetzt nicht doof klingen. Also ich habe das große Glück aufgrund meines Jobs oder vielleicht auch das Pech. Ich bin geimpft worden. Und ich lebe noch, ihr hört mich, das geht. Und das ist wie eine ganz normale Impfung. Geht hin, macht es, Gott sei Dank bezahlen das die Krankenkassen. Einfach machen, bitte. Weil dann können wir uns mal wieder zusammensetzen und ihr könnt rausgehen und 2021 an Silvester vielleicht wieder böllern. Ja, das nächste Wort zum Sonntag. Oder auch einfach nur rausgehen, nicht oder rausgehen. Böllern. Die Sonne genießen im Sommer, das wäre schön. Ja, das so. Geht jetzt am 31.12. nachts schwierig mit dem Sonne genießen. Aber das kommt drauf an, wo. Nee.
Nachts ist es immer düster. Ja, wenn ich auf den Malediven bin und es ist bei dir 12 Uhr, dann ist es da und ihnen ist ja egal. Oh, wir hatten auf Twitter so eine spannende Diskussion, wie weit so Transporter reichen. Da habe ich mal in dieses Handbuch von der Enterprise reingeguckt. So ein Standardtransporter reicht 40.000 Kilometer weit und die Notfalltransporter, die reichen immerhin noch 15.000 Kilometer weit. Also mit den Standardtransportern, da kommst du so knapp, ganz locker über die Erde hinweg. Auf die andere Seite und mit so einem Notfalltransporter kommst du fast bis überall hin. Mhm. Also das ist schon nett. Da könntest du dann auch tatsächlich mal eben zu einem Sonnenaufgang woanders hinfliegen. Ach, das wäre schön. Das wäre schön. Das wäre toll. Wir sind auf Twitter natürlich weiterhin zu erreichen unter GesternWho. Da könnt ihr uns immer schreiben und so mit spannenden Fragen belästigen. Ich finde das super. Anschmeißen, irgendwas machen, genau. Ihr könnt natürlich auch unter diese kleine Folge auf unserer Website ghu.compendium.net eure Meinung sagen und auch sagen, dass ihr das vielleicht doof findet, dass wir jetzt Winterpause machen, aber es ist nun mal notwendig. Und ja gut, Standards, ihr dürft uns gerne bewerten, wenn ihr möchtet, aber alles unter 5 Sternen könnt ihr bitte behalten, weil da sind wir eigen, nur 5 Sterne sind richtig gut. Ihr Lieben, das war's. Ich glaube, das war's. Wie gesagt, wir verabschieden uns jetzt in die selbstisolierte Sommerpause ist es nicht. Winterpause heißt das Ding. Winterpause? Ja. Und danke für eure Sympathie und euren Support. Genau. Vielen lieben Dank. Das sind wir sehr zu schätzen. Und nach der Winterpause, wie eigentlich schon im letzten Jahr versprochen, bekommt ihr dann das Standgericht. Das nächste Jahrhundert, The Next Generation, Folge 21, Staffel 4, im Englischen The Drumhead. Und da freue ich mich drauf. Ihr beiden macht's gut. Erholt euch schön. Liebe Hörer, ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wünsche einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Bye-bye. Ciao. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank und das war gestern, heute, übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net.